So. Ich werde jetzt die eine Heilung jetzt auch nicht nutzen. Ich werde mich jetzt zweimal heilen. So, da, Dämon beschwören. Und Finkrek. Ich hab deine Freunde Pandrodorf, Jomatar. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Okay. Wer bist du? Ich bin Finkrek, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Mhm. Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorad errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorad finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorad kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Erleuchtet. Drop being tech. Nah. So, Finkrek ist tot. Und der Dämon. Ey. Wir wollen doch jetzt hier nicht um meinen Dämon sterben. Den ich hier eigentlich nur aus Spaß töten wollte. Turkey made my day. Oh ja, und es füllt einfach mein ganzes Mana und Lebenspunkte auf. Mein ganzes Mana Lebenspunkte. Yeah. Oh ja, und Leute, ich werde jetzt zurücklaufen.
Denn ich habe noch was vor. Etwas, was ich schon hätte viel zu lange tun müssen. So, jetzt stehen da auch Echsenmenschen rum, nachdem ich den Drachen getötet habe. Dann werden wir erstmal hier heilen. Und angreifen. Zwei Waschlappen, den Echsenmensch getötet. Egal. Der Eisdrache ist tot. Und ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Nein. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. Erleuchtet. Bulko habe ich umgeschlagen und Silvio ist tot. Die Rache ist vollführt worden. Wieso habe ich die schon wieder abgelegt? Ah, versuch das ja nicht nochmal. Gut, du hast gewonnen. Jetzt nicht, mir ist kalt. Verdammt, Silvio ist tot. Warte mal. Was willst du jetzt machen, wo Silvio tot ist? Keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich mich den anderen Drachenjägern anschließen, wenn sie mich noch haben wollen. Weißt du, wo die anderen sind? Ich denke schon. Ich habe zumindest einen von ihnen drüben am Fluss gesehen. Bring mich zu den... Ich bin doch nicht dein Lack. Dann eben nicht. Ich werde sie schon finden. Dann verlauf dich. So, Burg. So, das war der letzte der Drachen. Ah ja, und der zweite war Petrakan. Genau, der Felsdrache. Pandrodor war der Sumpfdrache. Petrakan war der Felsdrache. Fiomata der Feuerdrache und jetzt Finkrek der Eisdrache. Petrakan und Fiomata konntet ihr leider nicht sehen. Das ist ja eigentlich schade, weil die Aufnahmen ja verloren gegangen sind, aber es gibt, wie gesagt, eigentlich mal Schlimmeres. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte! Ich habe den Drachen im Sumpf östlich von hier getötet. Der Drache in der Felsenfestung im Süden ist tot. Der Feuerdrache auf dem Vulkan im Süden wird keinen Schaden mehr anrichten. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Alle Drachen sind tot. Alle? Das Böse ist also endgültig besiegt? Nein, leider noch nicht. Es gibt da noch ihren Anführer. Waren die Drachen nicht die Anführer der Orks? Ja, schon. Aber auch sie haben ihren Meister. Wir müssen auch ihn beseitigen. Ich kann hier verdammt nochmal nicht weg. Ich muss das Erz sichern und die verfluchten Orks sind auch noch da. Du musst dich allein darum kümmern. Ich kann dir nicht helfen.
Möge Inos dich schützen. Okay. So, und jetzt wird mal dank der Geschwindigkeit getrunken. Von mir erfährt keiner was. Und dann auf geht's. Würde ich mal sagen. Aber eins gibt es da noch, was ich hier machen möchte. Ich will hier noch jemanden... Ich will eigentlich noch zu jemandem gehen, dass ich total bin. Denn in einer anderen Folge hat man ja gesehen, dass... Engrom tot ist. Vor Markos Mine. Nicht vor Markos Mine, sondern vor diesem Lager. Dabei, Cavalons Hütte. Komm, ich hol mir das Zeug jetzt da drin raus. Trank. Rohstahl. Denn ich glaube, der, ich denke, ja, ich werde jetzt Talbin so gesehen hier rausholen wahrscheinlich. Denn er hat hier nichts mehr, er kann ja hier nichts mehr machen, nachdem Engrom tot ist. Oh, da ist ein Ork. Oh oh. Da ist ein Elite. Wieso ist die Heilung eigentlich immer von der 6 weg? Verstehe ich nicht ganz. Okay. Oh, da ist ein Elite. Der hat immer Heiltränke dabei, das ist gut. Hey, du! Hast du jemanden vorbeikommen sehen? Ja, hier sind in letzter Zeit ganz schräge Vögel am Werk. Sie rennen in aufgemotzten Rüstungen rum und machen auf wichtig. Was wollten die schrägen Vögel hier? Sie fragten mich nach Proviant und Ausrüstung. Mann, ich habe selbst kaum was. Erzählten was von Drachentöten und so'n Zeug. Wer weiß, wo die Jungs herkommen, aber besonders vertrauenserweckend sahen sie nicht aus. Bist du momentan allein hier? Ja, mein Kumpel Engrom hat sich vom Acker gemacht. Gestern noch meinte er, er hätte eine Vision. Jemand soll ganz leise zu ihm gesprochen haben. Ich habe gar nichts gehört. Ich dachte noch so bei mir, der spinnt wohl. Und dann war er auf einmal verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wenn du Engrom irgendwo sehen solltest, dann sag ihm mal, dass er mir noch eine Lurkerhaut schuldet, der Mistkerl. Ich habe deinen Kumpel Engrom gefunden. Ja? Wo ist er? Er ist tot. Hier, ich habe deine Lurkerhaut bei ihm gefunden. Bei Innos, ich muss hier raus und wenn ich dabei draufgehe, jetzt oder nie.
Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, was mit Talbin sein könnte. Mal zur Burg. Wenn ich Pech habe, ist er gestorben. Es wurden einfach Waffen gezogen, als Talbin auf den Lurker geschossen hat. Boah. Nein, ich will jetzt nicht zur Burg, ich will zum Pass. Gegebenenfalls ist er da. Ja, er ist da. Hey, du! Wo willst du hin? Bring mich über den Pass. In Ordnung. Ich danke dir. Wenn du rübergehst. Okay. So. Kapitel 5. Aufbruch. Oh ja, und was mir auch gefallen ist, Talbin war gar nicht da. Ach, da steht er ja. Und da ist ein Lurker. Oder ein Paar. Ja, so muss man's den Biestern geben. Hey, du. Der Pass war doch gar nicht so schlimm, oder? Ich danke dir für die Rettung. Hier, ich habe diesen unbearbeiteten Stein auf dem Pass gefunden. Ich denke, er wird dir noch nützlich sein. Ich vermute, es ist ein Erzbrocken. Möge Innos dich... Okay. Dann werde ich jetzt für ihn noch aufräumen. Oh, da ist ein Suchender. Ja. Du unbearbeiteter Stein. Gehen wir mal zum Hof. Ach, Angar. Lass ich lieber die Finger. Hey. Das ist doch alles nur Gerede. Wie sieht's aus? Ganz gut. Ich habe nur immer noch diese... Ich bleibe erst einmal hier. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch... Ach, okay. Das hätte ich dir vorher sagen sollen. Oh Mann, ist schon wieder der Heilzauber weg. Sag mir nicht, du hast das nicht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Genau das habe ich auch gesagt. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Naja, Leute. Aber das war's dann jetzt mal. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Für heute, würde ich sagen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn auch. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich kann das nicht mehr. So. Ich glaube nicht, dass ich daran was. Also, Leute. Bewertet den Part, nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls auch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the Sun. Yo!